Ja, Sachen auch in der Schule, die immer gleich bleiben. Also zum Beispiel, wenn die Kinder eine Arbeit oder einen Test schreiben, fiebert immer die ganze Familie mit. Vor allem die Großeltern. Der Junge schreibt mal eine Arbeit. Dann macht die Oma aber ein Kerzen an. Und so wie der vorbereitet ist, müsste es rückwärts auf den Knien Jakobs wischen. Ich komme aus dem Rheinland. Wir Rheinländer haben eine eigene Sprache, also sozusagen Rheinland. Aachen ist eigentlich für richtige Rheinländer schon Holland, ne? Oder Belgien. Ne? Wir sind so im Rheinländereck. Deutschland, Belgien, Niederlande. Die Belgier haben so ihre Eigenarten. Die haben einen Adventskranz und Reislade mit 4 Fritten drin. Ne? Und die Holländer haben ihre eigene Sprache, kennen sie ja auch so. Auf Holländisch, ich liebe dich, ich kaufe an dir. Kriegen sie in Holland einen Heiratsantrag, in Deutschland eine Halstablette. Ne? Hoffentlich überstehen sie den Vortrag. Können sie gleich mit nach Köln fahren. Ich schon mal einen, der lacht. Ne? Wir sprechen auch immer so im Rheinland zum Beispiel, als ob wir die Körperteile immer wieder neu bekämen. Meine Schwägerin sagte vorige Woche, ich kriege am Dienstag die Füße gemacht. So, dann kostet es auch ein Händen zu ihr. Ne? Dann wisst ihr, meine Schwiegermutter sagt, ich kriege am Samstag einen Kopf gemacht. Ja, das habe ich immer gewusst, dass das ein Provisorium war. Sich bei allem verändert. Sie haben ja eben sehr gut die Essen, wir durften auch an teilnehmen und hat sich ja auch in der Küche verändert. Na, früher haben wir ja nur ein paar Küchengeräte, so Stampfer, Schöpflöffel, Holzlöffel, der wurde teilweise ja zum Rühren benutzt. Na? Und inzwischen, ja, den kann ich in Köln bringen, da kapiert da keiner mehr. Na? Und dann ist also so, die moderne Küchengeräte kennen sie alle, Thermomix. Ist umstritten, gibt auch Fans, ist umstritten, weil er so teuer ist, über 1200 Euro. Ich war anfangs dagegen, habe mich aber überzeugen lassen. Ich habe selbst mal ausprobiert, was mich umgestimmt hat, Eierlikör. Ich habe ein eigenes Rezept probiert, 2 Flaschen Dornkart. Und ein Ei. Meine Frau sagt, der ist mir zu stark. Na ja, sein Ei muss weg. Und dann ist ja die Firma, die hat früher nur Staubsauger gemacht. Können Sie sich noch erinnern? Sag den Namen nicht, ich sag Haustür und sag mal so oft vor, Werktor und aber selten. Die klingelten früher einfach. Der sagt, dann zu meiner Frau, da habe ich ihm mal meinen Kobold zeigen. Sagte meine Frau, ja klar, komm rein, ich habe schon Angst, du wolltest mit dem Staubsauger anfangen.